Grüezi miteinander. Mühlen vom Staat malen bekanntlich langsam. Das gilt ganz besonders für die Justiz. Das ist vor allem darum erstaunlich, weil gerade das Bundesgericht, das sich sonst vor Demut, vor dem sogenannten Völkerrecht in Staub rührt, kaum etwas macht, um dem Beschleunigungsgebot von der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK Nachdruck zu verleihen. In Artikel 6 von der EMRK heisst es nämlich, jede Person hat ein Recht darauf, dass über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage innert angemessener Frist verhandelt wird. Das ist Völkerrecht, wird aber viel zu wenig beachtet. Gerade zwei Kriminalfälle mit einer enormen Deliktsumme haben in den letzten 13 Jahren die Bevölkerung beschäftigt. Einer davon ist der vom Basler Finanzier Dieter Behring. Der ist jetzt sogar noch vor dem Bundesgericht hängig. Nach wie vor fehlen Hunderte von Millionen. Wobei die Aargauer Zeitung kürzlich ironisch festgeschrieben hat, die lange Verfahrensdauer hat auch einen Vorteil. Immer wieder tauchen irgendjemand auf der Welt ein paar Millionen auf, so wie ein Gletscher wegen dem Klimawandel seine Gletscherleiche freigibt. Auch im zweiten grossen Fall sind haufenweise Existenzen zerstört worden. Es geht um den Kollaps vom Erbimperium. Der Täter, der wegen gewerbsmässigem Betrug, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung verurteilt worden ist, ist nach 13 Jahren friedlich in seinem Bett, genauer friedlich in seinem Schloss gestorben. Wohlverstanden. Auch ich bin für ein faires Verfahren und eine qualitativ hochstehende Justiz. Aber 13 Jahre sind für ein Konkursverfahren einfach zu lang. Die Justiz und vielleicht auch der Gesetzgeber sind da gefordert. Gerade bei der Strafverfolgung geht es eben nicht nur darum, abzuschrecken, zu bestrafen und später zu resozialisieren. Es geht auch darum, ein System zu garantieren, das von der Bevölkerung als gerecht und nachvollziehbar betrachtet wird. Derartig lange Verfahrensdauern sind Gift dafür. Besten Dank.